Schönen guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Kanzleramtschef sieht gefährlichste Phase der Corona-Pandemie. Würden die Infektionszahlen jetzt parallel zum Impfen wieder rasant steigen, wachse die Gefahr, dass die nächste Virusmutation immun werde gegen den Impfstoff, sagte Braun der Bild am Sonntag. Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann stellte für Anfang der Woche Bund-Länder-Gespräche über einen härteren Lockdown in Aussicht. Das RKI meldete heute 17.176 Neuinfektionen. Das sind knapp 3.500 mehr als vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz ist inzwischen auf knapp 130 gestiegen. Demonstration in Kopenhagen gegen verschärfte Corona-Maßnahmen. Hunderte meist junge Menschen forderten unter anderem die Abschaffung einer neuen Verfügung im Strafrecht, wonach Vergehen im Zusammenhang mit der Pandemie deutlich härter geahndet werden können. Der Protest in der dänischen Hauptstadt blieb weitgehend friedlich. Konzert in Barcelona mit 5.000 Besuchern. Vor und während der Veranstaltung gab es strenge Schutzmaßnahmen. So mussten alle Zuschauer einen Corona-Schnelltest machen und in der Halle einen Mund-Nasen-Schutz tragen. In den nächsten 14 Tagen werden die Konzertbesucher im Rahmen des Pilotprojekts weiter medizinisch überwacht. Gewalt gegen Protestierende in Myanmar. Der UN-Sonderberichterstatter Andrews bezeichnete das Vorgehen des Militärs als Massenmord. Es sei Zeit für die Welt einzugreifen. Geld- und Waffenflüsse an das Regime könnten gestoppt werden. Gestern waren bei Demonstrationen gegen den Militärputsch nach Medienberichten mindestens 114 Menschen getötet worden. Das Wetter: im Norden viele Wolken, zeitweise mit Regen und windig. Im Süden länger Sonnenschein und trocken. Höchsttemperaturen 8 bis 17 Grad.